dachte eigentlich, die Baustellenstreifen wären mittlerweile auch mal behoben. Da müsst ihr wohl auch noch mal ran. So. Da haben wir aber, glaube ich, tatsächlich nur eine kleine Baustelle. Jawohl. So. Ich weiß, ich fahre gerade wie ein Henker hier. Was sehr cool ist, Leute, ist, wenn es nicht cool ist, ja. Also, ich erkläre euch das mal. Wir haben heute einen Tag, der ist noch relativ warm, ja. Und ich sitze ja hier in meinem kleinen Räumchen, was auch nicht gerade unbedingt die beste Kühlung hat, ja. Und ich stelle gerade so fest, wie so ganz langsam kleine Perlchen in mein Auge laufen. Deswegen fahre ich auch gerade etwas merkwürdig. Weil wenn du immer wieder so Auge zu, Auge auf, ja, das ist nicht unbedingt zu Ultimo. Deswegen nicht wundern, wenn mein Fahrstil im Moment gerade ein bisschen down geht. Dann natürlich noch die Konzentration, die bei Nacht natürlich immer noch ein bisschen nachlässt. Im Gegensatz zum Tag. Nein. Bleib auf deiner Spur, Bus. Also in Kurven will er immer ganz gerne ausbrechen. Klong. Da haben wir wieder so einen lustigen kleinen Absatz, den man auch jetzt vernimmt. Von Audiospur her gesehen. Ich glaube, ich weiß, wo wir sind. Das kommt mir sehr bekannt vor hier. Oh, 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 oh Gott, nein. Oh nein. Aha. Okay, ich habe mich getäuscht. Ich weiß doch nicht, wo wir sind. Also halten wir mal fest, ich habe es bisher noch nicht geschafft. Ich habe es jetzt endlich geschafft, im Fernbus-Simulator den Bus kaputt zu fahren. Das ist schön. So, jetzt hoffe ich mal, dass es funktioniert, den Bus zurückzusetzen. Ja, es hat geklappt. Und wir sind sogar... Wartet, lasst mich kurz gucken. Sind wir noch richtig? Kommen wir da nach Konstanz, wenn ich so bleib? Geht das? Wir kommen... Ja, wir kommen nach Konstanz. Was zeigt er denn da an? Nee, gerade zeigt er irgendwie komisch an. Gerade zeigt er irgendwie sehr komisch an. Wir fahren ein Stück rückwärts. Wir fahren ein Stück rückwärts. Und... wenn es denn gehen würde. Das ist jetzt sehr unpraktisch. Wartet mal, wenn ich auf den... Ach, es lief die ganze Zeit so schön und dann sowas. Wir fahren mal... Ja, ramm mich halt. Ramm mich, komm. Ramm mich halt, mach. Leute, lasst mich mal bitte rüber, komm. Boah, seid ihr stur. Du wartest jetzt da hinten. Ich muss mal gerade auf den Standstreifen. Wir fahren jetzt einfach ein Stück rückwärts. Hä? Was? 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 Was blinkt da? Irgendwas blinkt hier. Warum blinkt es? Interessant. Es blinkt und ich weiß nicht, warum es blinkt. Oh, wir sind nicht weit genug drüben. Angst. Oh. So. Es blinkt nicht mehr. Ich dachte gerade, da steht Polizei. So, ich mache das mal in der Außenansicht. Da sehe ich ein bisschen mehr. Eieiei. Da haben wir doch glatt die falsche Richtung genommen. Ich weiß trotzdem, wo wir sind. Das ist immer noch der Vorteil. Es bringt mir nur gerade wenig. Weil in Konstanz war ich schon öfters mal. Ich frage mich nur, was da geblinkt hat eben. So, kommen wir da noch rüber? Ich glaube, das reicht. So. Ja. Mir fleucht, ich kann fahren. Kann ich jetzt fahren? Nee, ich kann nicht fahren. Irgendwie ist der Gang noch nicht richtig drin.
Jetzt können wir theoretisch. Ach, was ist denn hier für ein. Lieber Matthias Simler, du hast dich doch beschwert, es wäre nicht viel los. Bist du dir sicher? Oh nein, das geht schief. Diese blöde Taxe, komme ich da noch rüber? Das geht doch nie und nimmer. Ei. Gott, oh Gott, oh Gott. Da müssen wir wohl noch mal ein Stück zurücksetzen. Ja, ich weiß. Oh Gott, ich mag gar nicht diese Auswertung zum Schluss sehen. So, jetzt aber. Jetzt rammt mich gleich noch irgendwas weg. So. Boah. Jetzt habe ich aber schon einen See auf der Stirn, ja. So viel zu dem Thema. Sag mal. Du Honk. Was machst du da? Tucker da vor sich hin, also glaubt man's. Ja, ja. Ja, wenn es so weitergeht, kommen wir in der Helligkeit an. Das ist cool. Aber wir sind gleich in Konstanz. Wie gesagt, ich weiß, wo wir sind. Ich habe mich nur... Ey! Sag mal, hallo, schon mal was von Blinker gehört? Ey, da kommt ein Flixbus, den kann ich nicht leiden, den fahr ich rein, ne? Ja, und jetzt wechselt er wieder, ist klar. Mhm. Ja, ja. Der fährt jetzt vor nach Konstanz. Alarmiert die Polizei. Ey, mich hat ein Flixbus von hinten gerammt. Der kommt gleich. Pass mal auf, wartest du schon mal, ne? Was war das überhaupt? War das nicht sogar ein Porsche? Immer diese... Oh Gott. Also die Dinger werde ich auch... Nein. Ich sag nichts dazu. Ich sag jetzt einfach nichts dazu. Diese komischen Mittelstreifen-Dinger-Bums da, die werde ich auch nie verstehen. Ah, die gibt's ja tatsächlich. Ich habe sie zwar noch nicht oft gesehen, aber ich habe sie schon gesehen. Nur die kommen immer so plötzlich. Da rechnest du nicht mit. So, wir fahren jetzt gleich nach Konstanz rein. Und es wird tatsächlich hell. Ich finde das sehr faszinierend. Ich glaube, wir haben jetzt gleich 5 Uhr oder so in-game. Würdest du wohl in die Kurve gehen? Wenn jetzt hier irgendeiner von Flixbus zuguckt, ja, der denkt sich, mein Gott, was sind das für ein Idiot? Ich weiß, heute fahre ich wirklich schlimme Dinge zusammen. Also heute ist es wirklich extrem, aber man sollte vielleicht auch tatsächlich überlegen, wie lange ich jetzt schon fahre. Am Anfang ging es nur, aber irgendwann ist vorbei. Und ja, jetzt mittlerweile bin ich tatsächlich froh, wenn ich da bin. Na komm. Wieso muss ich immer halten? Wieso fahren die bei Rot? Sauerei das. Ja. Ich möchte nicht wissen, wie viele Beulen dieser Bus schon hat. Ich möchte es gar nicht wissen. Was wird das jetzt wieder? Hoppala. So. Jetzt müsste es gleich nach links gehen. Konstanz habe ich mich schon eine Weile nicht mehr aufgehalten, aber es geht irgendwie geradeaus. Warum geht es jetzt geradeaus? Ich dachte eigentlich, ich müsste hier abfahren. Wobei das theoretisch... Ja, es könnte auch sein, dass es eine weitere tatsächlich nur geht. Ich fahre mal lieber weiter, weil... Ne, nicht wegen unsichtbarer Wand oder so, das hatten wir beim letzten Mal schon. Ich habe grün. Ich habe grün für die Seite. Ich fahre jetzt aber nicht... links raus, sondern ich fahre einfach geradeaus. Weil ich habe grün für links. Dann fahre ich geradeaus. Macht man so, ja? Habt ihr bestimmt schon mal von gehört. Ja, wenn es linksabbieger grün ist, dann fährt man geradeaus. Hm.
Ich sehe das jetzt nicht so eng, weil hier das ein oder andere KI-Auto tatsächlich auch noch bei Rot fährt. Außerdem bin ich eh schon kaputt genug gefahren. So. Ja. Jetzt wollte ich gerade mal zum Fenster rausgucken, da wird grün. Die ganze Zeit, wenn ich drauf warte, wird nicht grün. So, Leute. Wir erreichen in Kürze nach der roten Ampel, wenn alles klappt, unseren bestimmten Bestimmungsort. Hallo? Hallo? Ich will nicht weiterrollen, ich will weiterfahren. Hallo? Hallo? Sture Ampel das. Hallo? Hallo? Ah, so. Ja, wir sind richtig. Das passt alles. Jetzt sehen wir gleich noch einen Kreisverkehr. Ha, seht ihr? Ich wusste es. Ohne zu gucken, ja, ohne aufs Navi oder ähnliches zu gucken, wusste ich, es kommt ein Kreisverkehr. Und das wird mit dem Bus, glaube ich, nochmal richtig, richtig schön. Eieiei. Ich klaue mir jetzt einfach mal beide Spuren. Oh nein. Ich klaue mir doch nicht beide Spuren. Kam da nicht gerade. Gerade ein LKW. Oh nein. Oh, und das noch vom Ziel. Ich sag ja, diese Maussteuerung, sie treibt mich noch zum Wahnsinn. Ja gut, ich fertig mit den Nerven, weißt du? So. Wir machen den Motor aus. Machen die Bremse rein. Und rüsten den Bus nicht ab, sondern lassen ihn so dezent stehen, wie er steht. Machen die Tür vielleicht noch auf, dass wir aussteigen können und steigen aus. Machen hier noch auf und da noch auf und schauen uns noch mal ganz kurz Konstanz von oben an. Das wäre Konstanz von oben. Da drüben ist ganz viel Wasser. So. Die Boote wollte ich euch noch zeigen. Auch wenn es wahrscheinlich keinen interessiert, ich zeige euch jetzt noch die Boote. Wenn ich sie finde. Es ist dunkel. Im Dunkeln finde ich die immer so schlecht. Wann denn? Irgendwo gab es hier Boote. Wo sind die denn? Hier, da. Da sind die Boote. Hier stehen Boote. Guckt. Boote. Da. Cool, oder? So richtig schön mit Booten. Ja. Ja, wie gesagt, wir sind angekommen. Heute war es ein bisschen chaotisch. Ihr kennt mich ja, passiert manchmal. Meine Stimme ist heiser, ich bin fertig mit der Welt. Und ich stelle mich jetzt hier oben aufs Dach. Nee, mach ich nicht. Ja, wir schauen uns jetzt nochmal kurz die Auswertung an, obwohl ich es eigentlich gar nicht möchte. Wer weiß, ob überhaupt was berechnet wurde jetzt ohne Passagiere. Es wurde was berechnet. Ich klicke einfach mal durch. Ihr könnt ja Pause drücken, wenn es euch interessiert, was da steht. Radarkontrolle minus 1 und dann gab es natürlich noch ein paar Unfälle. Und so. Ja, continue. Ja, continue. So, ja, wollte ich euch noch irgendwas zeigen? Ich wollte euch, glaube ich, noch die Hupe zeigen. Die ist momentan noch ein bisschen lustig. Und damit sage ich schon mal Tschüss bis irgendwann, ne? Ich hoffe, ihr hattet trotzdem ein bisschen Spaß und ich hoffe, jetzt der Effekt funktioniert auch, sonst, naja gut, da kommt es halt auch nicht mehr drauf an. Ich sag mal Tschüss, bis dann, macht's gut, Leute. Cool, die Hupe funktioniert wieder. Okay, dann gibt es heute doch ein normales Ende, dann gibt es doch keinen Bug zum Schluss. Macht aber nichts. Bis zum nächsten Mal und tschüss.